Sucht man nach Suche an der Tankstelle nach weiteren Vorräten. Vor allem, wo ist denn die Tankstelle? Oh. So ein bisschen will ich mal haben hier. So. Keine Tankstelle weit und breit gefunden. Überall alles abgesucht eigentlich. Ja, muss ich tagsüber aber nochmal sehen. Da muss ich jetzt noch eine Runde pennen gehen. Ich das Bett finde hier. Der Sturm hat nachgelassen und es ist Tag. Das ist ja schon mal sehr gut. Ah, wir haben noch richtig viel Ballast. Was haben wir denn hier alles mit uns? Das wollte ich auch noch in den Kühlschrank legen. Vielleicht zählt das ja mit zum Essen. Eigentlich nicht. Aber. Daraus kann man ja Tee machen, das zählt doch auch dazu. Den Rest. Nicht den Pelz und all so ein Zeug. Gibt es in die Schränke, wo man was reinmachen tun kann? Muss doch noch einen weiteren Schrank geben, wo wir was verstauen können. Hier können wir was verstauen. Perfekt. So. Die ganzen hier noch rein, die tragen wir ja nicht. So, restliches Zeug, was wir verstauen können, oder haben wir bloß den Schrank da zur Verfügung? Den haben wir nicht. Kleine Schränke haben wir auch nicht zur Verfügung. Nö, wir haben nur den unteren Schrank und dann ballern wir jetzt alles restlich rein. So Arzneimittel und alles so ein Zeug. So, Rinder hier. Die Bücher will ich auf jeden Fall noch lesen. Kaninchenpelz, alles Rinder, Leder, Lampenöl. Die könnte ich noch gebrauchen, wenn ich irgendwo bin. Den hier. Zum Notfall. Obwohl, ich habe ja noch. Hier einen Kochtopf. Ah, das ist kaputt. Dementsprechend lege ich das auch erstmal. Das verschwendet ja sonst Inventarplatz. Schlafsack nehme ich dir jetzt halber auch mit. Steine nehmen lasse ich bei mir. Ja, sonst sind wir relativ gut entrüstet. Da liegen eigentlich noch Bücher, aber egal. So. Dann suchen wir jetzt mal nach der Tankstelle.
Wäre die beste Lösung jetzt. Frage ist, wo würde ich eine Tankstelle vermuten? Da hinten, da auf der freien Fläche war ich da ja noch gar nicht, oder? Gehe ich mal direkt mal hin. Pilzeli nehmen wir mit. Plus Kisten. This is just terrible. Milton School. Oh. Das war ja mal eine Schule. Eine kleine Schule mit einem Glöckchen. Kohle könnte man gebrauchen. So, Kohle ist gut. Hat der mir jetzt einen Schrecken eingejagt. Deswegen spielen wir auf leicht, weil der hätte uns jetzt locker angegriffen. Alter. Da hinten sind noch ein paar Häuschen, da gehe ich noch hin. Oh. Junge. Erschreck mich nicht so. Ja, da sind noch ein paar Häuser, da gehe ich noch hin. Ein Stadtteil, was noch. Diese Wölfe! Aber in echt ist es eigentlich genauso wie hier. Also die rennen bestimmt nicht direkt weg, oder vielleicht doch, weiß ich nicht, aber die haben mehr Angst vor uns als wir vor ihnen. Das ist ja am Anfang des Spiels, haben die Entwickler ja hingeschrieben. Die Wölfe greifen nicht einfach so die Menschen an. Nicht einfach so. Das passiert nicht. Das ist nur, um den Schwierigkeitsgrad höher zu setzen. Damit es Tiere gibt, die dich angreifen, wo du ums Überleben kämpfen musst. Mehr ist das einfach nicht. So, hier ist ein Bauernhof, so wie es aussieht, aber keine Tankstelle. Aber ist egal, hier gucken wir auch rum. Da hinten ist auch noch ein Wolf. Er rennt auch direkt weg hier. Durch den Bauernhöfen gibt es wahrscheinlich selten was. Oh, da hat der Wolf ein bisschen Kaninchen gefangen. Mist, die Kaninchen wollte ich haben. Mach dich weg. Du Dreckigen. Ist ja vor allem alles voll mit Wölfen.
Machen hier solche Geräusche? Alter. Holy shit. Could end up being useful. What'd you say? So. Kann ich mit Schlinge fangen? Oh. Okay. Da sind Kaninchen. Maybe a dead battery. Ich dachte vielleicht, da ist drin irgendwas drin. Aktion, nein, nicht zerlegen. Ich kann es nicht in den Kreisdiagramm reinziehen. Oh ja, dann halt so. Scheiße, Hase direkt weggelaufen, ja. Egal, lassen wir jetzt einfach mal hier stehen. Nichts zum Zerlegen? Ja, nimm doch einfach mit. Fuck, ey. Da ist ein kleiner Hase. Probieren wir es einfach mal. Tut mir leid, brauchen wir. Dauert vielleicht auch mit der Schlinge länger, als ich denke. Da hinten ist der Hase. Probieren wir es nochmal aus. Scheiße.
Dann halt so. Ist aber vom Boden abgeprallt und dann direkt an den Kaninchen ran. Das ging diesmal, warum ging das letztes Mal nicht? Ui. Hope nobody needs this anymore. Ah ne, da war ich ja schon drinnen. Doof, jetzt zum extra noch einen Schlüssel brauchen. Bin halt der Tod in Person, deswegen rennen die alle weg. Truck sieht just like the tractor. Doof, hier muss irgendwo der Schlüssel sein oder ist der Schlüssel wirklich vielleicht im Traktor? Hat er gerade irgendwas mit Traktor gesagt, oder? Arme Häschen. Ist nicht. So, sich schön Vorrat anhäufen. Ist ja doof jetzt mit dem Schlüssel hier. Die haben wir schon durchsucht. Ja.
Jo, so. Nicht. Hätten wir den Schlüssel, wir könnten das Wohnhaus vom Bauernhof. Oh Mann. Da ist bestimmt viel Zeug drin auch. Wir haben uns wohl den Schlüssel gefunden. Da muss er irgendwo am Bauernhof auch sein, der Schlüssel, aber nirgends wo gefunden. Da hinten noch mehr Häuser oder täusche ich mich? Die Rohrkolben. Nehmen wir alles mit.
Notiz von Milton, Geheimversteck. Meine Liebe, dieser brummige Idiot an der Orca-Tankstelle hat die Hintertür offen gelassen. Da habe ich mich reingeschlichen und was mitgehen lassen. Dachte, wir könnten es bei unserer Flucht gut brauchen. Ich kann es kaum erwarten, mit dir aufs Festland zu gehen, damit wir endlich echt zusammen sein können. Wir treffen uns wie geplant morgen Abend. Die Sachen habe ich bei dem großen, umgestürzten Baum im Sumpf hinter der St. Christopher-Kirche versteckt. Du weißt schon, wo wir uns mal getroffen und die Schmuggelware deines Vaters getrunken haben. Wett. Vorratsversteck finden bei der Kirche. Geht sogar noch weiter.